Jetzt schalten wir dorthin, wo nicht nach Pflicht gefragt wird. Dort wird geimpft, was das Zeug hält. Zugeschaltet ist jetzt Karl-Heinz Brunner, Koordinator des Impfzentrums im Landkreis Kelheim. Wie groß ist denn der Ansturm derzeit bei Ihnen? Ja, der Ansturm im Landkreis Kelheim nach einer Impfung ist sehr groß. Wir haben aber die Impfkapazität deutlich erhöht, sodass wir dem Ganzen auch gerecht werden können. Kommen denn überwiegend Menschen, die die dritte Impfung wollen, oder kommen auch Menschen, die sich das erste Mal impfen lassen? Ja, der überwiegende Teil ist natürlich eine Boosterimpfung. Das würde ich mit 3/4 bezeichnen, aber ein Viertel gut ist eine Erstimpfung, beziehungsweise im Nachgang die Zweitimpfung, die wo durchgeführt werden. Und ab heute haben wir das erste Mal einen Kinderimpftag, der wo sehr gut angenommen wird. Können Sie dazu noch mal genauer sagen? Also bei Ihnen, Sie haben auch diesen neuen Impfstoff für Kinder vorrätig. Wie viele Familien kommen da? Also wir haben heute im Kelheimer Impfzentrum einen reinen Familienimpftag, da wo nur Kinder von 5 bis 11 Jahren geimpft werden. Und wir haben heute über 400 Termine fest vergeben und die werden wir heute sorgfältig abarbeiten, um uns auch für die Kinder und auch die Fragen der Eltern ausgiebig Zeit zu nehmen und diese Aufklärungsarbeit auch sauber durchzuführen. Was sind die häufigsten Fragen, die Ihnen da gestellt werden? Bei den Kinderimpfungen geht es eigentlich nur um diese Verträglichkeit für die Kinder. Ansonsten, die Personen, die heute zum Impfen kommen, da sind die Fragen sehr, sehr gering. Die Eltern, die sind in der Regel alle bereits geimpft und wollen einfach nur eine Impfimmunisierung ihrer Kinder durchführen lassen. Und Sie haben ja vorhin gesagt, es kommen doch auch einige Menschen, die sich zum ersten Mal jetzt impfen lassen. Wenn Sie mit denen Gespräche führen, welche Beweggründe haben denn diese Menschen dazu bewogen, jetzt doch sich impfen zu lassen, obwohl ja doch schon seit mehreren Monaten eigentlich die Gelegenheit dazu bestanden hätte? Also tatsächlich ist es zu vermerken, dass die Personen, die wo jetzt zum Erstimpfen kommen, der Beweggrund lediglich das freie Bewegen in unserem Staat oder in unserem System möglich ist. Also sprich eine 2G-Regel. Und leider ist es auch so, dass diese Personen ihren Unmut und ihren Verärgerung über das Ganze auch nochmal kundtun müssen. Also unsere Ärzte und das medizinische Personal ist wirklich ausreichend damit beschäftigt, diese Personen aufzuklären. Die sind auch sehr provokant unterwegs, diese Personen, und verwickeln uns in ein sehr langes Gespräch und wollen das natürlich auch maximal ausreizen. Und das sagen sie auch einfach ins Gesicht, dass sie unzufrieden sind und sie das nur machen müssen, weil der Staat es erfordert. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, was sich auch in den sozialen Netzwerken seitens des Landratsamtes Kelheim niederschlägt. Das, wo eigentlich mittlerweile eine Grenze überschritten hat, die wo nicht mehr erträglich ist. Es sollen ja auch Drohungen ausgesprochen worden sein gegen das Impfzentrum. Können Sie uns etwas dazu sagen? Also gegenüber des Impfzentrums in Kelheim wurde keine spezielle Drohung ausgesprochen. Auf unseren sozialen Medien, auf den Plattformen Facebook, Instagram, bei den Printmedien, sozialen Auftritten, da ist es so, dass die Kommentare sehr eindeutig sind und die immer wiederkehrend sehr negativ sind und wirklich eine Grenze überschreiten, die wo unerträglich ist und wir das Ganze jetzt auch der Polizei zur Anzeige gegeben haben. Und aber eine spezielle Drohung gegen das Impfzentrum in Kelheim gab es nicht, wobei dass wir sehr angehalten sind, alle Impfzentren in Bayern und wahrscheinlich auch in Deutschland ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit des ganzen Impfbetriebes ein Augenmerk drauf zu legen. Ich hoffe, dass auch viele Menschen Ihnen danken für Ihr Engagement. Ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz Brunner vom Impfzentrum Kelheim.